Ich wünsche allen ein frohes neues Jahr und habe mir überlegt, dass wir nach den Feiertagen, ob nun vor Weihnachten oder Silvester, sicherlich alle ganz viele Flaschen übrig haben. Und was können wir daraus machen, bevor wir sie in den Flaschencontainer bringen? Und ich denke jetzt, nachdem wir im Dezember und in der Adventszeit alle ja doch sehr üppige Dekorationen hatten, machen wir es jetzt mal ein bisschen reduzierter. Und ich möchte euch hier daraus zeigen, wie man die für Kerzenhalter verwendet. Eine ganz einfache Deko mit diesen Flaschen ist, dass wir hier jetzt, hier sieht man es vielleicht, ich habe hier wieder Schleierkraut, ich habe ein paar Wachsblumen da und ein bisschen Kresse und natürlich hat der eine oder andere auch ein bisschen Tanne noch übrig. Gucken wir mal, was wir davon verwenden Meine können. Idee, Dass wir die einzelnen Blüten ein bisschen abschneiden. Und dann in die Flaschen schieben. Und zum Reinschieben, weil so geht es natürlich nicht, habe ich jetzt hier so eine ganz kleine dünne Bürste. Oder aber das sind Trinkhalme. Wir probieren das jetzt mal, womit es am besten geht. Ja, so geht es doch schon mal sehr gut. Und dann müssen wir hier unten vielleicht noch ein bisschen was hinmachen. So sieht es jetzt hier schon mal aus. Wir können natürlich die, es soll wirklich nur ganz reduziert sein und wir können jetzt hier oben, ihr kennt das ja schon, dass ich hier diese, ja, Kerzenhalter habe. Die können wir hier oben raufpacken und dann können wir hier die Kerzen reintun. Das ist es schon. Ganz, ganz einfach. Wer jetzt so einen Halter nicht hat, der kann natürlich auch die Kerzen ein bisschen anspitzen und dann hier oben einfach ohne den Halter reinmachen. Aber so geht es einfach ein bisschen besser. Ja, also ganz einfach, einfach ein bisschen Schleierkraut rein, passend weiß, jetzt eben auch zu der weißen Kerze. Oder wir gucken mal, was wir noch so haben. Hier habe ich jetzt ein bisschen, ja, rosa, pinkfarbenes Wachskraut. Vorteil an dem Schleierkraut und auch an dem Wachskraut ist, dass es natürlich, ja, dass diese Pflanzen kein Wasser brauchen. Man kann sicherlich auch ein bisschen Wasser da einfach noch mit reingießen, aber wir probieren es jetzt einfach mal so. Und eben habe ich schon gemerkt, es ist schlauer, die kleinen dünnen als erstes reinzustupsen. Ja, ich habe jetzt wirklich so kurz abgeschnitten, dass wir hier unten jetzt dann auch weiter unten noch ein bisschen was haben. Die fallen dann jetzt auch einfach so durch. Ja, und die Äste einfach abschneiden, die brauchen wir ja nicht. So in der Größe stupsen wir es jetzt hier rein. So sieht das ein bisschen. Sieht wirklich ganz niedlich aus. Es ist reduziert. Hab's ja schon gesagt, warum. Und schauen wir mal. Ja, so sieht es jetzt hier aus. Kann man das erkennen? Es ist wirklich nur ein bisschen da drin. Und dann haben wir jetzt hier, nehmen wir diesmal und haben hier eine, ja, auch pinkfarbene Kerze natürlich zu dem etwas pinkfarbenen Wachskraut. Man kann da natürlich auch noch viel, viel mehr reinmachen. Wir gucken jetzt gleich mal. Ich habe noch eine dritte Flasche. Ich denke, der eine oder andere, weiß nicht, ob ihr alle schon eure Weihnachtsbäume entsorgt habt, aber ein bisschen Tanne hat vielleicht auch jeder noch. Und da gucken wir jetzt einfach mal, dass wir noch eine mit ein bisschen, ja, restlicher Tanne machen. Da ich hier ein bisschen was von der Kiefer. Die stupsen wir mal jetzt hier rein. Ja, das ist dann natürlich gleich viel voller. Lässt sich auch gut da rein stupsen. Ja, so sieht das jetzt hier aus. Einfach nur die Tanne mit drin.
Mal gucken, was wir hier noch haben. Ob wir da noch ein bisschen was Weihnachtliches, ein paar Kügelchen noch mit reinmachen. Wir könnten natürlich auch, muss man den Eukalyptus abmachen. Habe ich natürlich noch übrig, Eukalyptus. Ihr wisst ja, dass ich das sehr mag. Da kann man dann einfach noch ein paar. Eukalyptusblüten mit reinmachen. Also Knospen sind das ja. Dann kann man das noch so ein bisschen zurechtschütteln. Duftet natürlich immer noch. Jetzt haben wir hier ein bisschen Tanne und ein bisschen Eukalyptus mit drin. Jetzt habe ich hier noch, ja, auch noch ein bisschen was Weihnachtliches. Das kann natürlich dann hier auch noch. Kann hier oben, passt es wunderbar hin. Ich zeige euch das auch gleich nochmal von Namen. Und da wir da jetzt viel Grün haben, machen wir natürlich oben auch eine grüne Kerze drauf. So. Müssen wir vielleicht. Oder aber es ist vielleicht tatsächlich doch besser. Man macht sie dann hier direkt drauf. Ja, das probiere ich jetzt gleich nochmal aus, bevor ich sie anzünde. Das ist doch wirklich. Ja, ein Upcycling. Ja, und auch so eine Flaschen. Also ich sag mal, da war mal eine Soße drin. Also auch, wir haben es jetzt zum Beispiel vom Raclette, haben natürlich ein paar Soßen selber gemacht, aber ein paar auch fertig gekauft. Habe ich jetzt noch diese Flasche hier. Und da gucken wir mal, was wir da so. Weil das ist sogar zu lang. Müssen wir ein bisschen kürzer machen. Diesem Strohhalm lässt sich das auch noch ein bisschen positionieren hier in der Flasche, was natürlich ganz nett ist. Und auch da machen wir jetzt noch mal ein bisschen, ja, Schleierkraut könnte rein, es könnte Eukalyptus rein. Bleibt dann sogar oben drauf liegen, ist ja auch ganz niedlich. Hier oben ist es natürlich jetzt ein bisschen größere Öffnung. Und ja, also entweder nimmt man da wirklich für diese ganz großen Kerzen, da könnte man dann ja eine weiße oder ich habe hier auch noch das so ein bisschen Naturfarben, die könnte darauf. Oder aber wir nehmen wieder unsere Chevy-Kerzenständer. Das passt nämlich ganz wunderbar. Und da kommt dann einfach wieder nur ein Teelicht rein. Ja, heute mal ganz was Schnelles, Kurzes, minimalistische Deko. Einfach nur. Alte Flaschen recyceln, upcycling, ein paar Blüten reinmachen oder Tanne, was auch immer ihr noch habt, und oben eine Kerze drauf. Jetzt zeige ich es euch noch mal ganz von nahe mit der etwas größeren Öffnung, wo wir oben den Teelichthalter drin haben. Hier ein bisschen rosa Wachskraut mit einer, ja, pinkfarbenen Kerze oben drauf. Hier ist einfach nur ein bisschen Schleierkraut drin, da machen wir dann eine weiße Kerze drauf. Und hier ist noch ein bisschen Tanne und ja, ein bisschen Eukalyptus und diese roten Beeren. Und da ist eine grüne Kerze oben drauf. So kann es denn aussehen. Ganz einfach und eine schnelle Deko fürs neue Jahr. Viel Freude dabei und tschüss bis zum nächsten Video.